Die Woche der Waffenbrüderschaft, jedes Jahr zwischen den Geburtstagen der Sowjetarmee und der NVA, zählt zu den besten Traditionen unseres Klassen- und Waffenbündnisses. Soldaten beider Armeen begrüßten im Mordschützenregiment Rudolf Renner, den Stellvertreter des Ministers für nationale Verteidigung und Chef der politischen Hauptverwaltung, Generaloberst Heinz Kessler, sowie Generaloberst Iwan Mitnikow, Mitglied des Militärrates und Chef der politischen Verwaltung der GSSD. Generaloberst Kessler in seiner Rede. Wir eröffnen heute gemeinsam die Woche der Waffenbrüderschaft, die in diesem Jahr im Zeichen der Vorbereitung des 25. Jahrestages der Gründung des Warschauer Vertrages, des 35. Jahrestages der Befreiung unseres Volkes vom Faschismus steht. Die Angehörigen der Nationalen Volksarmee und der Grenztruppen der Deutschen Demokratischen Republik lassen sich davon leiten, dass sich ihre Verantwortung für die Bändigung der Aggressionsgelüste der NATO erhöht und an der Seite der sowjetischen Streitkräfte und den anderen im Warschauer Vertrag vereinten Bruderarmeen eine hohe Kampfkraft und Gefechtsbereitschaft gesichert werden muss. Mit Genugtuung können wir feststellen, dass die Angehörigen der Nationalen Volksarmee gemeinsam mit ihren sowjetischen Waffenbrüdern aus dem Regiment nebenan mit großer Leistungsbereitschaft und Initiative gute und sehr gute Ergebnisse in der Gefechtsausbildung, im Gefechtsdienst und im diensthabenden System erzielen. In diesen ereignisreichen Tagen, bei militärischen, sportlichen und kulturellen Leistungsvergleichen, bei Gedanken- und Erfahrungsaustauschen festigen sich alte und entstehen neue Freundschaften. Doch das Jahr hat 52 Wochen der Waffenbrüderschaft. Mit den Waffenbrüdern vereint, stets wachsam und gefechtsbereit, das ist die Losung, unter der die NVA-Angehörigen täglich im sozialistischen Wettbewerb Kampfposition 80 um die Erfüllung des militärischen Klassenauftrages ringen. Die Festigung der Freundschaft, die unerschütterliche Einheit zwischen unseren Bruderparteien, Ländern und Armeen sind Unterpfand für die Stärkung und den zuverlässigen Schutz des Sozialismus. Am 1. März, dem 24. Jahrestag unserer Nationalen Volksarmee, klang die Woche der Waffenbrüderschaft aus. So wie hier im Artillerieregiment Rudolf Gübtner kam es in allen Einheiten und Truppenteilen zu herzlichen Begegnungen. Am interessiertesten die Soldaten von morgen. Das Mitglied des Politbüros des ZK der SED, Armeegeneral Heinz Hoffmann, Minister für nationale Verteidigung, nahm die Glückwünsche des ZK der SED und seines Generalsekretärs Erich Honecker entgegen. Die Grußadresse überbrachte Generaloberst Herbert Scheibe, Leiter der Abteilung für Sicherheitsfragen beim ZK. Im Namen der Angehörigen der GSSD gratulierten der Oberkommandierende, Armeegeneral Jewgeni Iwanowski, und das Mitglied des Militärrates und Chef der politischen Verwaltung, Generaloberst Iwan Mitnikow. Herzliche Grüße des Sozialistischen Jugendverbandes übermittelte eine Abordnung des FDJ-Zentralrates mit Egon Krenz, Kandidat des Politbüros des ZK der SED und erster Sekretär des Zentralrates der FDJ. Erste Schritte junger Soldaten der GSSD. Die Mordschützen der Kompanie des Oberleutnant Schuburow erlernen zwar erst die Grundbegriffe des Soldatseins, doch sie kennen ihre Aufgabe. Hier in der DDR, an der Nahtstelle beider Gesellschaftssysteme, erfüllen sie gewissenhaft ihre militärische Pflicht im Interesse des Friedens und des Sozialismus.
revolutionäre kämpferische Traditionen. Keine Armee der Welt besitzt sie in reicherem Maße als die Sowjetarmee. Vor 35 Jahren hissten sowjetische Soldaten das rote Siegesbanner in Berlin, Symbol der Lebenskraft und Unbesiegbarkeit des Sozialismus. Das geistige Antlitz der Sowjetsoldaten und ihre Treue zur internationalistischen Pflichterfüllung im großen Vaterländischen Krieg leben in den Herzen und Taten der neuen Generation von Angehörigen der Gruppe der sowjetischen Streitkräfte in Deutschland fort. Im sozialistischen Wettbewerb zu Ehren des 110. Geburtstages Lenins kämpft die Kompanie Tschuburow um den besten Titel. 60% der jungen Mordschützen wollen als Einzelbester ausgezeichnet werden. Da heißt es, die Ausbildungszeit effektiv nutzen und nach hohen technischen und taktischen Kenntnissen streben. Besondere Aufmerksamkeit gilt der Schießausbildung. Ihre Verpflichtung, Treffen mit dem ersten Schuss. Die Kunst, eine wichtige Waffe im Klassenkampf. Für hervorragende künstlerische und kulturpolitische Leistungen zur Stärkung der sozialistischen Landesverteidigung, zur Erhöhung der revolutionären Wachsamkeit sowie öffentlichen Ordnung und Sicherheit wurde der Theodor-Körner-Preis 1980 verliehen. Generaloberst Heinz Kessler würdigte das Wirken der Preisträger, das eng mit dem Kampfauftrag der sozialistischen Streitkräfte und der anderen Sicherheits- und Schutzorgane der DDR verbunden ist. Im Auftrag des Ministerrates überreichte er die hohe Auszeichnung unter anderem Oberstleutnant Kurt Kolbe, Leiter des Hauses der NVA in Erfurt. Dem Schriftsteller Horst Bastian. Oberst Walter Helbig, Direktor des Filmstudios der Nationalen Volksarmee. Dem Autor Harry Türk. Einem Kollektiv der Film- und Bildstelle des Ministeriums des Innern unter Leitung von Oberst der VP Kurt Leppert. Sowie künstlerischen Kollektiven des Fernsehens der DDR. Offizier und Schriftsteller. Oberstleutnant Walter Flegel. Er schrieb die Szenarien zu den bekannten Filmen Der Regimentskommandeur und Ein Katzensprung. In allen Bibliotheken, Regiments- und Kompanieclubs sind seine Bücher zu finden. In ihnen setzt er sich mit allgemeingültigen Problemen des militärischen Lebens auseinander. Es geht um Mut und Ehrlichkeit, um Vertrauen und Bewährung. In seinem Beruf kennt sich Oberstleutnant Flegel aus. Ja, fast 27 Jahre bin ich bei der Nationalen Volksarmee und da verbindet sich für mich der Beruf des Schreibenden und meine Arbeit als Offizier zwangsläufig auch vom Thema her. Man schreibt im Grunde immer über das, was man selbst genau erlebt hat, was man kennt. Das ist für mich das Leben innerhalb der Nationalen Volksarmee und mit dem bin ich nach wie vor verbunden. Oberstleutnant Flegel ist Mitglied des Zentralen Vorstandes des Schriftstellerverbandes und Abgeordneter der Stadt Potsdam. Auf seine Initiative konstituierte sich kürzlich im Schriftstellerverband das Aktiv Literatur und Landesverteidigung. Welchen Sinn sieht Genosse Flegel in seiner Tätigkeit? Für mich bedeutet das als Offizier und Schriftsteller natürlich zu schreiben über Verhaltensweisen junger Menschen unseres Landes während ihres Dienstes in der Nationalen Volksarmee. Und dort gibt es sehr, sehr viele interessante Geschichten zu erzählen. Über die Leistungen der Armeeangehörigen während ihres Dienstes, über ihre Anstrengungen, die militärischen Normen zu erfüllen, über ihr tägliches Bemühen, den Sinn des Soldatseins immer besser zu begreifen und über dieses Begreifen noch immer exakter und immer mehr in diesem Dienst für unsere Gesellschaftsordnung, für die DDR zu leisten.
Das sind wichtige und wesentliche Geschichten, die nicht für die Armee geschrieben werden, sondern die über die Armee geschrieben werden für die Leser der Deutschen Demokratischen Republik. Oberstleutnant Flegel ist ein gefragter Gesprächspartner in Schulen, Betrieben und Dienststellen der Nationalen Volksarmee. Hier stellt er auch seinen neuen Roman zur Diskussion. Es gibt kein Niemandsland. Vor dem Hintergrund einer mehrtägigen militärischen Übung werden interessante Charaktere beschrieben und die vielfältigen Beziehungen zwischen Volk und Armee in unserer Gegenwart deutlich. Für den Herbst dieses Jahres ist das Erscheinen des Buches im Militärverlag der DDR angekündigt. Kernwettkämpfe gibt es schon seit 1960 in der NVA. Alljährlich stehen auf dem Programm militärischer und leichtathletischer Dreikampf, Kraftsport und Cross. In der Berliner Dynamo-Halle, traditionelles Finale der sportlichsten Frauen und stärksten Männer. Der 14. Endausscheid im Kraftsport-Fernwettkampf der ASV Vorwärts und Redaktion Volksarmee. Eine der Disziplinen, Klimmziehen. Mehr als 25 schaffte vor 14 Jahren keiner. Heutige Bestleistung 50. Auch Meister Henry Mitschak von der Volksmarine gelang ein neuer Rekord. 170 Beugestütze in 3 Minuten. Mit 33 Klimmzügen und über 10 Meter im Springen wurde er stärkster Mann der NVA. Zum dritten Mal sportlichste Frau der ASV, die 37-jährige Rita Eser.